Wels wird zur Forscherstadt, denn am FH-Campus wird schon bald auf einer 600 Quadratmeter großen Halle eine multifunktionale Testanlage und eine moderne Laborausstattung für die Wasserstoffforschung errichtet. Ein Meilenstein am Weg der Energiewende. Ja, dass Wasserstoff eine Schlüsseltechnologie werden wird, eigentlich schon ist. Wir werden die Energiewende nur schaffen, wenn wir vor allem für die Industrie grün erzeugten Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen bekommen. Und dazu ist noch sehr viel Forschungsarbeit notwendig. Der FH-Campus in Wels bringt für dieses Zentrum ideale Voraussetzungen mit. Immerhin forscht man hier schon seit mehr als 10 Jahren an der Weiterentwicklung von grünen Wasserstofftechnologien. Die Schwerpunkte liegen beim thermischen Einsatz von Wasserstoff für Hochtemperaturprozesse. Energiespeicherung ist ein ganz wesentliches Thema. Mit Wasserstoff kann man Energie aus dem Sommer, wenn die Photovoltaikanlagen alle in Betrieb sind, für den Winter speichern und Netze stabilisieren. Die Verbindung und die Wechselwirkung von Wasserstoff mit Werkstoffen ist ein wichtiges Thema. Und der letzte Punkt sind industrielle Prozesse, Zementherstellung, Stahlherstellung zum Beispiel. Zudem ist es nicht schwierig, beim Thema Wasserstoff genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Die FH bietet derzeit 7 Energiestudiengänge an. Das Interesse ist groß. Also wir haben durchaus bemerkenswerte Steigerung von den Anmeldungen im heurigen Jahr. Also ich bin sehr zuversichtlich und das Thema Nachhaltigkeit berührt die Jugend. Das merkt man so richtig, wie ein Push durch die Jugend. Also das interessiert mich, da will ich studieren und das kommt natürlich Wels zugute. Mit dem Forschungszentrum kann man künftig Unternehmen bei der effizienten Nutzung von Wasserstoff unterstützen und in der internationalen Wasserstoffforschung und Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen. Forschungszentren sind ja immer ein Juwel für eine Stadt, weil sich daraus sehr, sehr viel ergibt. Nicht nur die Wirtschaft wird gestärkt, sondern es kommt Kompetenz nach Wels. Daraus werden Ergebnisse, Forschungsergebnisse erzielt, die auch in Wels bleiben sollen. Das ist mir persönlich wichtig, sodass die Stadt langfristig davon profitiert. Ja, wir haben das Glück hier an der Fachhochschule, dass wir jetzt mit dem E-Werk Wels hier bestehende Flächen verwenden können. Daher geht der Großteil der Investitionen eben in diese Prüfstände, in die technischen Anlagen etc. Und das soll der Beginn sein letztlich von Kompetenz, von Forschung, dann aber auch der Anwendung in der Wirtschaft. Insgesamt 8,4 Millionen Euro fließen in Infrastruktur und Aufbau des Wasserstoffforschungszentrums. Finanziert wird die Investition vom Land Oberösterreich, der Stadt Wels und Industriebeiträgen. Parallel zum Aufbau wird Forschungspersonal eingestellt.